Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Die beiden letzten Folgen, die ihr gesehen habt, hatte ich noch vor meiner Pause aufgenommen. Das ist jetzt die erste Aufnahme von Dragon Age nach meiner Pause. Ich weiß, dass wir diese Feste stürmen wollen, damit wir die Dammsteuerung erreichen können. Und das machen wir jetzt auch. Ohne Umschweife. Oh, ich muss ganz kurz... Okay, ich habe wieder Switch gespielt. Ich musste ganz kurz gucken, wo meine Tassen liegen. Hallöchen! Oh, das müssen wir plündern. Traurige Splitter gibt's hier. So, erstmal den Block voll aufbauen. So, ein Bogenschütze steht dort noch. Jetzt kommt hier einer runter. Ey! Lass dich hier mal Knauf schlagen. Wir hören auf jeden Fall noch ein. So, ich plündere schon mal. Ja, ach, da kommt er. Ich glaube, das kriegen unsere Jungs auch hin. Glashalle. Ach, er rennt erstmal weg. Weil er von Dorian getroffen wurde. Boah, ich liebe den Knauschlag. Ist echt eine richtig geile Fähigkeit. So, gucken wir uns hier nochmal um. So stürmt man übrigens eine Feste. Erstmal nach Loot gucken, bevor man sich um die Gegner kümmert. So haben das die Wikinger auch immer gemacht. Nee, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja alle hier erledigen und nicht nur die Vorhut. Hier vorne stand. So, hier warten die nächsten auf uns. So, dann kommt der mächtige Schlag, damit er nicht blocken kann. Da hat Blackboy seine Fähigkeit aktiviert. Sie kriegen Verstärkung! Ja, das kriegen wir auch hin. So, wir hauen auch mal einen Kriegsschrei raus. Dass sie schön auf uns gehen und unsere Damage-Dealer da hinten eigentlich nicht so viel zu tun haben. Hier ist einer. Ich hab dich gesehen. Okay. Dann sollten wir hier jetzt alle haben. Wir kriegen viele Stoffe, was ich echt gut finde, weil Stoffe sind irgendwie gefühlt immer rar. Und man kriegt sie viel zu selten. So. Wir sollen aufgehalten werden. Hier ist ein Vorratslager, falls man das braucht. Beric braucht nur mal einen Regenerationstrank. So. Ansonsten sieht die Gesundheit ja gut aus. Ich glaube, der Schurke, der sich unsichtbar gemacht hat, hat ihm voll eine reingedrückt. Hallo. So, gehen wir mal auf den Bogenschützen. Da ist noch einer. Und da wartet der Anführer auf uns. Auch ein Zweihänder, da müssen wir wieder aufpassen. Ich versuche den mal so zu beackern. Ah Mist, da sind wir leider getroffen worden. So, Block wieder auffrischen. Anführer ist down. Lauf doch nicht weg. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube das auch. Wir könnten der Inquisition über den Mauern hissen. Und vermutlich hätten die Dorfbewohner noch nicht einmal etwas dagegen.
Das letzte Gefecht, ein Streithammer. Ich glaube Single Target. Warte, wir hissen gleich erst. Ich will einmal ganz kurz hier nochmal looten. So. Ich glaube, der Single Target, deswegen werde ich den nicht ausrüsten. Wir können ja mal gucken, ob wir ihm den Bullen geben. Aber ich mag erstmal meine prismatische Axt so gerne, dass ich die ungern ablege. Damit haben wir jetzt eine neue Mechanik kennengelernt, festen Stürmen. Die aber nicht allzu häufig auftritt, glaube ich. Ich kann mich auf jeden Fall noch an eine weitere erinnern. Okay, Brunnerich. Dieser Ort ist also endlich vorzeigbar. Und was jetzt? Wir sollten den See trockenlegen. Der Bürgermeister meinte, man käme durch die Feste zur Dammsteuerung. Ja, Eroberung von Kaer Brunnerich haben wir abgeschlossen. Das ist jetzt unsere Feste, Standort für die Inquisition. Wir haben Inquisitionsbonus bekommen, neue Einsätze auf dem Kartentisch, ein neues Banner, ich weiß gerade gar nicht welches. Also das bringt schon viel. Man hat ja auch gesehen, wir haben 1600 Einfluss bekommen. Und super viel Erfahrung. Also die festen Stürme lohnt sich definitiv. So, jetzt sprechen wir erstmal mit Charter. Willkommen, Inquisitor. Mein Name ist Charter. Ich bin Lilianas Augen und Ohren, insbesondere an diesem Ort. Sobald Butcher zu uns stößt, werde ich Informationen für euch haben. Er ist einer meiner Männer und sollte eigentlich längst hier sein. Wann hätte dieser Spion, dieser Butcher hier eintreffen sollen? Vor einer halben Stunde am Südtor. Ich hoffe, er verspätet sich nur. In seiner letzten Nachricht hat er geschworen, er habe Geheimnisse für uns, die das Zehnfache seines Gewichts in Gold wert seien. Hat euch Schwester Nachtigall erzählt, warum sie hier Spione wollte? Wir liegen an der Hauptstraße zwischen Denerim und Val Royeaux. Hier machen ständig Kuriere Halt. Und dafür, was man ihnen bezahlt, haben sie überraschend lose Zungen. Wie ist die Lage in Kamwald? Die Straßen sind nahezu ausgestorben. Es gibt zu viele Untote, die sich aus dem See erheben. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Lebt wohl. Sie ist so hier die Dame für alles. Und ihr seht, man kann in einer Feste alles, gefühlt alles machen. Man kann Waffen herstellen. Man, Requirierung haben wir. Natürlich Tränke aufwerten. Und ausrüsten auch. Genau, hier ist Ausrüsten. Dann kann man noch Rüstung und Waffen modifizieren. Irgendwo kann man bestimmt auch die Rüstung dann herstellen. Hier, an dem Tisch. Also man hat hier wirklich einen kleinen Standort, den man nutzen kann. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal nochmal in Ruhe hier in der Feste um. Bei Blink, pass auf. Hier ist ein Mosaikteil von Befreiung der Sklaven. Wir haben bald einen Stufenaufstieg. Klettern wir hier mal runter. Ja, da ist er. Punkt. Hier ist eine kleine Höhle unterhalb. Ich möchte nur einmal eine Höhle betreten und normale Spinnen sehen. Dann wissen wir, dass die Welt untergeht. Irgendwie sind die Kampfsounds gerade so leise, ne? Ach, da sind sie. Okay. Ja, hier war eine fette Spinne. Mit einer Rezeptur für ein neues Sprengfeuer. Heilender Nebel. Einmal Tiefenpilze sammeln. Oh,
Oh, wir haben einen Tiefenpilz-Samen. Und eine Spore. Ich wollte gerade sagen, Samen klingt irgendwie falsch. Aber eine Spore gefunden. Eisenborke, oh, richtig gut. Ist für Meisterwerke 20% Chance, halt ein Meisterstück zu erhalten. Also gar nicht schlecht. Und dann können wir hier auch mal rausgehen. Noch mehr Tiefpilz. Ja, nachdem wir die Feste hier dann auf jeden Fall erkundet haben, werden wir uns weiter dem Problem mit dem Riss im See beschäftigen. Also zur Dampfsteuerung gehen. Die ist ja hier. Direkt. Da sehen wir ihn nochmal. Also das wird schon noch Priorität Nummer 1 sein. Na, hängt es schon wieder fest. Ich möchte das einfach so machen, weil es danach ein bisschen netter ist, Kammwald zu erkunden. Sagen wir es mal so. Also Kammwald kriegt noch seine Aufmerksamkeit in seiner Gesamtheit, aber jetzt rushen wir sozusagen mal ein bisschen die Story durch, was Kammwald angeht. Weil ich einfach es dann... Oh, hier ist noch was zum Plündern. Eine Blitzrune. Sehr cool. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ist nicht so schlimm. War nicht so wichtig dann. So, hier ist noch was zum Plündern. Schräge Schneide. Hier ist was zum Lesen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 3. Da ist nur eine Leiter. Oh, hier ist jemand zum Quatschen. Bella wurde in Balshabar erwischt. Nein. Sie hat sie glauben lassen, sie käme vom Hof in Balroyo. Deshalb wird sie auch gut behandelt. Zumindest im Moment noch. Das ist unsere Schuld. Wir haben sie allein losgeschickt. Verstehe ich das richtig, dass eine unserer Spioninnen in Gefahr ist? Ja, Inquisitor. Miller wurde in Balshabar gefangen genommen. Sie war hinter wertvollen Informationen her. Denkt ihr, man könnte vielleicht Maßnahmen ergreifen, um sie da rauszuholen? Das denken wir. So, neuer Einsatz, den wir uns eingesammelt haben. Das sind alles nur Leitern nach oben. Ist hier noch was? Einmal hier auf den Wellen nachgucken. Da sehe ich doch schon eine Kiste. Einmal plündern, bitte. Wir kriegen halt relativ viel, immer noch relativ viel graues Zeug. Nein, schade, ich dachte, man schafft's. Okay. Gehen wir halt die andere Seite nochmal richtig hoch. Das war nur die Leiter, genau. Hier sind wir ja reingekommen. Okay, hier ist nichts weiter, dann schauen wir uns wieder nochmal weiter da hinten um. So, hier sind wir lang. Können wir da wieder hochlaufen. Ihr müsst nicht immer vor mir salutieren, ihr Lieben. Das ist nicht notwendig. Schön, lebt wohl. Ja, danke. Hier war gleich noch das Vorratslager. Jetzt ist hier aber auch ein Sack zum Plündern. Feststreckenwolle. Wo sind denn die anderen Dorian? Hast du die irgendwo versteckt?
Stimmt, ein neuer Kodex-Eintrag. Ach, Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 4. Und wir haben einen Stufenaufstieg dadurch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele haben wir denn eigentlich schon von den Knallhart? Wo ist das denn? Bei Geschichten? Nee, Verderbnis. Weiß es gerade gar nicht. Also auf jeden Fall ist es ja ein Kodex-Eintrag. Okay, hier ist es nicht. Ist es bei Legenden? Das sind all die ganzen Lieder, die wir gefunden haben. Muss ja irgendwo sein. Ach, hier ist es. Na, hat in der Oberstadt Teil 1 haben wir noch nicht gefunden. Also wir haben 6, 5, 4, 3, 2, 1 fehlt uns noch. Aber das findet man doch eigentlich recht früh im Spiel, oder irre ich mich gerade? Naja, wenn das aber vollständig ist, ich glaube, das sind 9 Teile, dann werde ich das alles mal am Stück vorlesen. Als Let's Read. Also Knallhart in der Warstadt könnt ihr euch sicher sein, dass ich das nochmal vorlese. Das ist nämlich von unserem guten Varric. Und auch eigentlich ganz cool zu lesen. Wo läufst du denn rum? Komm mal mit. Sind schon ein Stückchen weiter. Wir sind gar nicht der Inquisitor, wir sind Varric. So, mein Guter, dann mach mal bitte auf. Hallöchen. Inquisitor? Oh, scheiße. Wir bringen uns nach unserem letzten Auftrag nur gegenseitig auf den neuesten Stand. Schon in Ordnung. Achtet nur darauf, dass ihr mich nicht aus meiner eigenen Feste aussperrt. Natürlich, Inquisitor. Es wird nie wieder vorkommen. Das schwöre ich euch. Gut geschleimt, Reef. Halt die Klappe. Ja, da haben sie sich kurz mal zurückgezogen, um ein Partien Sündenfall wahrscheinlich oder so zu spielen. Neuer Kodex-Eintrag. Hier ist noch einer. Kerbonarch. Na, was sagst du jetzt? Dass du ein Halunke und Lügner bist, Reef. Und vermutlich auch ein mieser Betrüger. Das ist alles? Tja, jetzt nimm schon dein Geld, du Arsch. Ganz viele Dolche finden wir. Was hier noch so? Ach, hier ist noch eine Vase. Das sieht halt mega geil aus, muss man ja mal sagen, mit den Eulen. Gucken wir dort nochmal. Da scheint irgendwas zu sein. Eine Quest. Irgendjemand muss sich mit den letzten Wegelagerern in Kammwald befassen. Wer hat schon Zeit für sowas?
Wenn wir die Banditen erledigen, kommen mehr Reisende. Und mehr Reisende bedeuten mehr Nachrichten für die Nachtigall. Guter Punkt, aber ich habe auch noch eine Chiffre zu entschlüsseln. Sonst finden wir nie heraus, wer letzte Woche Comfort getötet hat. Sind die Wegelagerer noch immer in Kamwald? Ja, euer Gnaden. Jetzt, wo sie ihre Feste verloren haben, überfallen die Banditen Reisende. Und Kamwald ist nicht in der Lage, ihnen Einhalt zu gebieten. Das Dorf versucht noch immer, sich von den Untoten zu erholen. Okay, wir müssen noch Banditen ausrotten und die letzte Kiste hier plündern. Und danach haben wir uns dann meisterhafter Dolchgriff offen. Also wir als Inquisitoren. Wir werden jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall zur Dampfsteuerung laufen und schauen, dass wir irgendwie den See trockenlegen können, um den Riss zu erreichen. Die Sehenswürdigkeit hier ist außerhalb von Kerbronarch, also wundert euch nicht. Die holen wir uns auch noch natürlich. Aber in der nächsten Folge geht's dort durch die Tür geradeaus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.